Hallo YouTube, hallo Zocker, hallo Motorsportfans, herzlich willkommen zurück hier bei Nick Frei Zockt F1 2017. Puh, was soll ich sagen? Ich weiß wieder, warum ich F1 2016 in die Tonne gekloppt habe. Ich tue mir gerade so schwer, hier auf Speed zu kommen. Das ist unglaublich, ja. Also ich habe mir noch nie in einem Spiel eine 80er Schwierigkeitsstufe so schwer getan, auf Speed zu kommen. So, was habe ich noch für euch? Hier, unter den Renneinstellungen, also wenn ihr über im Ladebildschirm auf die Optionen geht, könnt ihr noch die Schwierigkeit ändern. Im Spiel, wenn das geladen ist, geht es nicht mehr. So, Rückblenden will ich aushaben, Safety Car will ich anhaben, das habe ich schon korrigiert. In einer früheren Aufnahme, die ihr nicht sehen werdet, wo ich ein Setup gebaut habe. Oder wo ich ein Setup bauen wollte. Sagen wir es besser so. Was ein mittleres Drama war. 1 Stunde 10 Minuten aufgenommen, kein Setup gehabt und für einen Eimer. So, die Einblendung mache ich weg. Nicht, dass wir da Stress kriegen wegen Copyrights oder sonstigem. Weiß man ja nie, was die da gleich einblenden. So, wir gehen mal in den Setup-Bildschirm. Wir gehen zurück aufs Basis-Setup. Wir machen den Frontflügel ein bisschen stärker. Das lassen wir alles einfach mal so, wie es ist. Nein, die Reifen machen wir noch hinten eins weicher. Und die Bremse machen wir noch auf 55. So, das lassen wir ansonsten alles mal so, wie es ist. Und wir gehen einfach mal rein in den nächsten Test. In der Hoffnung, dass wir es irgendwie hinbekommen. Ich weiß auch nicht. Wir müssen irgendwie das Setup verbessern und das machen wir jetzt von dieser Basis aus. Und wir müssen hier Zeiten fahren und an den Zeiten habe ich mir einen privaten Spielstand die Zähne ausgebissen. So, wir machen eine fliegende Runde. Lange Rede, kurzer Sinn, fliegende Runde. Und dann bin ich wieder hier auf der Strecke, auf der ich schon circa, keine Ahnung, 5 Stunden gefahren bin pro Tag. Ich weiß es auch nicht. Ich habe mir mal einen Piepton eingestellt. Und ihr seht, was die Zeit macht. Ich bin schon zu langsam. Nach der ersten Kurve schon zu langsam. Bein an die Wand eingeschlagen, nicht gut, musste ich lupfen an der falschen Stelle. Ich tue mir gerade unheimlich schwer aufs Speed zu kommen. Aber mit dem Basis-Setup, komischerweise, läuft es jetzt besser wie mit den ganzen Selbstgebauten, die ich hatte. Man kann durchaus sagen, das Basis-Setup ist super. Und das, obwohl ich so langsam bin, jetzt ohne Scheiß. Ey, ich versuche die ganze Zeit hier 1,28er Zeiten hinzukriegen. Jetzt fahre ich eine 1,31 und die loben mich dafür, dass ich gut unterwegs war. Was geht ab? Ich verstehe es nicht. Ja, perfekt abgeschlossen direkt. Der Wahnsinn.
Da mache ich mir Sorgen. Und drehe am Rad. Was sagen denn die Zeiten? Wie schnell bin ich denn? Na, ich bin... Seht ihr, das ist mein Problem. Ich bin 2 Sekunden langsamer als Wehrlein. So, wir machen die Benzinsparengeschichte. Wir nehmen den gleichen Reifensatz. Ja, wir wollen nicht so viel Reifen verschwenden. Es ist doch total beknackt. Ich kämpfe mir einen Ast ab, dass ich hier 1,30, 1,29 und 1,28er Zeiten fahre. Und mit einer 1,31 feiern sie mich als perfekt abgeschlossen. Dann schraube ich die ganze Zeit umsonst am Setup, wie es aussieht. Okay, da habe ich einen Fehler gemacht. Wir haben Zeit und Einstellung verloren. Hierin bin ich nicht gut. Ich kann nicht gut Sprit sparen. Also ich weiß nicht, wie ich das hochbringen soll in lila Bereich, ohne dass ich massig Zeit verliere. Ich schaff's ja nicht mal jetzt in lila Bereich, wo ich hier rumgurk mit 1,5 Sekunden hinter der Zeit, weil Schleichgang. Aber es wundert mich gerade, wie easy ich das alles umsetze. Ich habe mir da so schwer getan im privaten Spiel. Bin fast verzweifelt. Ich hätte fast ein Lenkrad aus dem Fenster geworfen, nicht? Wir probieren nochmal die dritte Runde. Ob wir es hinkriegen. Jetzt verlieren wir hier massig Zeit. Nicht gut gefahren, die Kurven. So, ich weiß nicht, wer gerade hinter mir ist. Nee, wird nix. Wir verlieren zu viel Zeit, weil ich so beschissen fahre. Und ich schalte zu spät und wir verlieren. Wir kommen nicht in... Ja. Wir kommen nicht in lila Bereich.
Guck mal, was ich machen muss, wenn ich in den lila Bereich will. Das ist abartig. Jetzt wäre ich im lila Bereich, wenn ich 8 Sekunden langsamer fahre. So, wir gehen zurück zur Garage, um den Test zu beenden. Es wäre cool, wenn wir alle Tests jetzt durchbollern. Weil ich gebe das ganz offen zu, ich habe mir so einen Ast abgebrochen. Ich meine, die fahren 1,26, versteht ihr? Und der Wehrlein, der fährt 1,29. Also habe ich gedacht, eine 1,29 oder eine 1,30 sollte ich schaffen. Jetzt loben sie mich dafür, dass ich 1,31,5 fahre. Verstehe einer die Welt. So, Qualifying-Tempo. Wir nehmen Ultraweiche. Den ersten Satz. Und jetzt wird es wahrscheinlich brutal. So, wir machen eine fliegende Runde. Ich bin mal gespannt, welche Zeit sie von uns verlangen. Ich könnte meinen Hintern drauf verwetten. Jetzt tun wir uns richtig schwer. Haben wir Luft? Nach hinten, nach vorne. Jetzt kommt der Wehrlein raus vor uns. Ernsthaft, unser Teamkollege steht uns im Weg. Danke, Pascal. Haben wir 3 Zehntel verloren, weil ich außen rumfahren musste in der Kurve, weil der aus der Box kam. Und dann wollte ich das wieder gut machen und hab's verkackt. Alter, ey, dann versuche ich hier wieder die Taste... Wo ist denn der Knopf, um eins zurückzukommen? Herrgott, Sakra. In dieser Kackübersicht. Ich drehe bald am Rad. Wirklich. Ich suche hier die Knöpfe in einer Tour. Der Viererknopf. Wo ist der Viererknopf denn? Das ist der Fünferknopf. Nee, das ist der Fünferknopf. Der ist wo ganz anders, der Viererknopf. Oh, Alter. Jetzt aber. Jetzt gebe ich es mir. Ruhig bleiben. Nicht ausflippen. Eine Verkettung unglücklicher Zustände, weil ich den Viererknopf von meinem Lenkrad nicht gefunden habe. Ich wollte zurück, um meinen Motormodi hochzustellen. Ruhig bleiben. Wir nehmen frischen Reifensatz. Wenn es jetzt wieder Pascal vor die Nase fährt, fahre ich ihn um. Ich habe mir das mal angewöhnt in iRacing. Das sind das ja alles Spieler. Und da gibt es dann so Spieler, die halt auch der Meinung sind, sie müssten unbedingt rauskommen aus der Box, wenn du gerade auf eine schnelle Runde gehst. Da habe ich mir mittlerweile angewöhnt, wenn ich dort unterwegs bin, dass ich im Training denen einfach in die Karre fahre. Damit die das lernen, ja. Das ist ein großes Problem. Viele raffen das einfach nicht. Die kommen aus Singleplayer-Spielen. Und die nehmen keine Rücksicht auf andere. Die sehen nur sich und sind mit sich selbst schon so überfordert. Und ich meine, die kriegen es ja auch vorgelebt hier. Ich meine, wenn das hier mein eigener Teamkollege ist, der mir vor die Linse fährt.
Na, die erste Runde wird eh nix. Es gibt ja auch so eine komische, so einen komischen Glaubenssatz, was Racing ist. Keine Ahnung, wann der aufkam und wo der herkommt. Aber ich habe ja gesagt, wir tun uns hier schwer. Weil die jetzt von uns 1,29er Zeiten wollen. Die ich hier noch nie gefahren bin. Mit dem Auto. Und keinen blassen Dunst habe, wie ich das schaffen soll. Wenn wir diese Zeit nicht verbessern können, sollten wir das Programm wiederholen. Ich push einfach mal ein bisschen härter und hoffe einfach mal drauf, dass es reicht. Und da habe ich mich verpusht. Scheiße. Komm, bevor ich meine Räder ganz ruiniere. Was kann ich machen? Was kann ich im Setup machen, was mir hilft, dass ich das besser hinkriege? Ich könnte für den Test den Luftdruck senken. Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1,30,4. Das Auto ein bisschen tiefer machen. Und hinten ein bisschen weniger. Ja, das können wir alles mal probieren. Das ist, bin ich mal gespannt, ey, ob das gut geht. Wenn ich da so am Auto einfach mal so schnell ein bisschen rumstelle. Und dass wir vielleicht einen Qualifying-Test schaffen. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass das gut geht. So, wir starten mit dem mehr abgefahrenen Reifen. Wie? Wir sind schon wieder durch. Echt jetzt? The fuck? Das ist jetzt doof. Reifenmischung. Wir wollten die hier. Start. Ist egal, wir fahren trotzdem. Können wir wenigstens das Setup testen, ob das überhaupt ging. Und ich finde das eigentlich auch ein Witz, weil wir kommen ja eigentlich rechtzeitig vermutlich über Startziel und müssten doch eigentlich dann nochmal eine Runde fahren dürfen. Oder sehe ich das falsch? Oh Scheiße, da habe ich es gerade weggeschmissen, glaube ich. Ja. Fuck. Ich
Ich hab's in einer Kurve weggeschmissen, sonst hätte das noch klappen können. Wir sind gigantischer 20. Ein schneller Blick auf die Reihenfolge am Ende dieses Trainings. Hier sehen wir uns geschafft. Raikönen, Ricardo und Sebastian Vettel. Alter Schwede, ey. Die Zeiten stehen fest, aber die Punkte werden natürlich erst beim Rennen vergeben. Wir sind bald wieder mit noch mehr Formel 1 zurück. Na gut, aber es passt. 80%. Ich meine, wir sind in der Nähe hier von Stoffel, von Alonso und von Wehrlein. Und in der Nähe heißt so innerhalb von einer halben Sekunde. Und das ist jetzt nicht so, dass ich sage, das ist unmöglich, die halbe Sekunde noch zu finden. Ja, machen wir mal weiter. Mal gucken, was jetzt passiert. Ob wir einfach zum nächsten Training kommen oder ob es wieder irgendwas gibt, von wegen am Auto bauen oder eine Abrechnung, was wir alles geschafft haben. Ich meine, wir haben noch ein Training. Wir können da immer noch ein Qualifying-Trim testen. Und ich werde auch weiter versuchen, das Auto dahingehend zu tweaken vom Setup, damit wir das ein bisschen besser schaffen, auch schnell zu fahren. Ja, ich meine, momentan bin ich einmal schnell gefahren. Beendete Runden auf 10 Runden beschränkt. Ich muss unbedingt schaffen, 10 Runden in so einem Training zu fahren. Das sind 5 Punkte, die wir wieder haben. Ja? Teamziel 2 bestanden und straffrei. Macht 115 Punkte. Ja, es geht nicht so wirklich schnell voran, habe ich so den Eindruck. Was die Ressourcen angeht. Ja gut, wir sind jetzt momentan hier dabei. Da hat jemand geschrieben, warum ich denn hierauf Wert gelegt habe und warum ich denn nicht andere Sachen mache. Das ist eigentlich relativ einfach zu erklären, warum ich das mache. Weil wir uns damit diesen Tech-Baum überhaupt mal öffnen. Ja? Und wenn wir 10% weniger Abnutzung haben, ich weiß jetzt nicht, wo gerade die Teile sind. Aber guck mal, wir haben 18 Runden gefahren. Beim Motor haben wir schon 23% Verschleiß. Rein theoretisch kann ich nach den Trainings mit diesem Motor nicht mal mehr das Rennen bestreiten, weil er sonst hochgeht. Und klar, wir stehen hinten und können die ganze Zeit immer wieder neue Teile reinbauen. Wir können praktisch ständig einen Motorwechsel machen und auch einen Getriebewechsel. Nur, ich habe ja... Also wenn ich jetzt mein Auto nach vorne bringe, dann stehe ich irgendwann nicht mehr da hinten. Und wenn ich dann erst anfange, auf die Zuverlässigkeit zu gehen, dann habe ich ein besseres Auto. Man erwartet von mir bessere Ergebnisse und ich falle die ganze Zeit aus. Deshalb gehe ich das halt andersrum an. Tja, erwartete Lebensdauer des Triebwerks bei derzeitigen Einstellungen. Noch 59 Runden. Nach dem ersten Rennen können wir den wegschmeißen, würde ich mal sagen. So, Tja, keine Ahnung, was unser Ruflevel hier mit zu tun hat. Ich meine, ich finde jetzt nicht, dass wir uns gut geschlagen hätten bisher. Ich finde, die schlagt mich mehr schlecht als recht. Aber das ist alles auch ein Reinfuddeln. Ja, ich meine, ich muss erstmal wieder reinkommen. Ihr habt ja auch gemerkt, dass ich ein bisschen schneller wurde vom ersten Training jetzt zu dem. Wo ich eben auch entsprechend viel gefahren bin. Muss ich wirklich dazu sagen. Und... Wo ich die Strecke halt auch nochmal ein bisschen besser kennengelernt habe. Ich habe mir auch Onboard-Videos angeguckt, zum Beispiel von Hamilton, wie der im 7. Gang da durch diese S-Kurve in Australien fährt. Und seit ich das probiere, bin ich auch schneller geworden, weil dort musst du unheimlich viel Speed mitnehmen und da runterzuschalten in 5. und da durchzuschleichen, wie ich es gemacht habe, ist halt nicht mehr möglich in der Formel 1 2017 mit breiteren Autos, breiteren Reifen, mehr Anpressdruck und mehr Kurvenspeed. Du musst einfach schneller durch die Kurven fahren. Da tue ich mir unheimlich schwer mit. Also ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, ich bin noch nicht in der neuen Formel 1 angekommen von der Speed her. Ich fahre noch zu langsam durch die Kurven. Sagen wir es einfach so. Aber wir haben einen ganz guten Fortschritt gemacht jetzt hier im 2. Training und ja, war besser als ich dachte. Soll heute mein einziges Video bleiben. Auf den Rest habe ich irgendwie heute keinen Bock mehr.
Das sage ich ganz ehrlich. Ich habe einfach mal keine Lust. Ich will mal ein bisschen Wochenende machen, heute Abend noch Fußball gucken und so weiter. Und ja, deshalb bin ich jetzt raus. Sag danke fürs Zuschauen. Wünsche euch noch viel Spaß auf YouTube, noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bye-bye.